Um die Bankenkrise ist es sehr still geworden und immer dann, wenn es still wird, sollte man genauer hinschauen. Wo in diesem Jahr 2023 5 große US-Banken gefallen sind und auch eine erste deutsche Bank und eine der größten Schweizer Banken, nämlich die Credit Suisse, schauen viele Menschen auf andere Themen gerade in der Vorweihnachtszeit. Wir schauen uns die eigentlichen Bomben im Hintergrund des Finanzsystems an und eines kann ich bereits jetzt sagen, wir haben eine gewaltige Bombe gefunden, die dafür sorgen könnte, dass bereits 2024 die Bankenkrise 2.0 in noch viel größerem Umfang auf uns zurollt, als sich viele Menschen derzeit eingestehen wollen. Denn ein heimlich, still und leise verschwiegenes Bankenrettungsprogramm, oder soll ich besser sagen, ein künstliches Koma dieser Banken, hat diese Banken dieses Jahr am Leben erhalten. Dieses Programm wird allerdings massive Probleme herbeiführen ab dem 1. März 2024. Was es damit auf sich hat und warum ich Sie heute einmal warnen möchte, damit Sie nicht in der Weihnachtszeit trübselig in die falsche Richtung schauen und wie Sie sich am besten absichern, all das werden Sie im heutigen Video erfahren. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle und ich freue mich, mit Ihnen gemeinsam wieder mal einen Schritt vor den Mainstream-Medien zu sein, um diejenigen, die auch in den Alternativmedien den Mut haben, sich zu informieren, zu belohnen. Dass das Bankensystem also angeschlagen ist, dürfte Ihnen nicht neu sein. Und dass es 5 große US-Banken erwischt hat, diese, und dass die erste deutsche Bank ebenfalls betroffen ist, ist erst der Anfang. Soweit meine These. Und viele unserer Zuschauer haben sich jetzt erst dafür bedankt, dass Sie rechtzeitig den Schritt ins Gold gewagt haben, wo wir neue Allzeithochs im Gold erreicht haben. Und auch hier möchte ich sagen, hier stehen wir erst am Anfang. Denn selbst die EZB warnt nun in ihrem eigenen Finanzmarktstabilitätsbericht, in diesem Video habe ich berichtet, was in diesem Bericht steht, davor, dass das Finanzmarktsystem fragil ist. Dennoch berichten unsere staatlichen geprägten Medien insgesamt zusammen mit der Politik nicht darüber und lassen uns hier in ein Messer laufen. Anders kennen wir es ja nicht, doch die meisten wissen eben nicht, aus welcher Richtung der Dolchstoß kommt. Und jetzt schauen wir uns einmal eine Grafik an, in der das Problem sehr gut veranschaulicht ist. Denn von den unrealisierten zu den realisierten Verlusten, wie wir hier sehen können, ist es nicht weit weg. Denn diese, insbesondere unrealisierten Verluste durch den Werteverfall der Staatsanleihen, die eben immer wertloser wurden, je schneller die Zinsen stiegen, sieht man in dieser Grafik, in den letzten Balken vor allem, besonders hervorgehoben, hier einmal eingekreist für Sie. Und deswegen belaufen sich mittlerweile diese Verluste aus Anleihen auf beinahe 700 Milliarden US-Dollar. Solange diese Anleihen nicht verkauft werden müssen, ist das Ganze erstmal kein Problem. Doch was passiert, wenn die Einleger das Geld in die Banken verlieren, ihr Geld abziehen, es nach Hause holen und die Banken dringend liquide Mittel erzeugen müssen, indem sie diese unrealisierten Verluste dann realisieren müssen? Richtig, genau das, was wir im März gesehen haben, als es im Silicon Valley, bei der Silicon Valley Bank, bei der Signature Bank und weiteren zahlreichen Großbanken, unter anderem auch Wells Fargo in den USA, alarmierende Signale gab, die wir bis in die Schweiz und nun auch nach Deutschland zur Effenberg Bank gespürt haben. Und genau das passiert gerade vor unseren Augen, wie Sie jetzt einmal in der nächsten Grafik sehen dürfen. Denn seit dem ersten Quartal 2022 sinken die Kundeneinlagen der US-Banken unaufhörlich. Darüber werde ich tiefgründiger, vor allem auch mit einem wichtigen Dokument für Sie, welche Banken auch in Europa betroffen sind, um 19 Uhr in der Kettner Gold Night sprechen. Eines kann ich vorweg sagen, das Dokument könnte Ihre gesamte Altersvorsorge retten. Unter dem Video können Sie sich gerne zu Kettner Gold Night anmelden und sich Ihren Platz sichern. Dort werde ich dieses Dokument dann kostenlos an alle Teilnehmer rausgeben. Doch machen wir einmal weiter, denn das sogenannte Bank Term Funding Program, viel nicht bekannt, allerdings unter dem Begriff BTFP, vielleicht dann doch schon einmal gehört, ist ein Programm, das von der amerikanischen Notenbank der Federal Reserve dazu geschaffen wurde, um genau diese unrealisierten Verluste aus Anleihen erst einmal in die Länge zu strecken, dass es nicht noch mehr Banken umhaut. Denn hat es Sie nicht gewundert, dass der Dominoeffekt auf einmal aufgehört hat und nicht noch weitere Banken gefallen sind? Und daran ist die amerikanische Notenbank schuld. Jetzt kann man sagen, das ist gut oder es ist eben schlecht. Je nachdem, ob man bei der Bank war oder nicht, ist man sicher in der dankbaren Position sagen zu müssen, super, dass diese Bank gerettet wurde, doch zu welchem Preis? Denn all das geht letzten Endes auf die Kosten der Inflation und des Geldsystems und der Kaufkraft des Geldes. Wo wir jetzt bei der nächsten Grafik angekommen werden, denn das sogenannte Bank Term Funding Programm, das Sie hier einmal visualisiert, aufgezeichnet sehen können, sorgt dafür, dass der Dispositionskredit für angeschlagene illiquide, also Banken ohne große Liquidität, aufgrund dessen, dass die Einleger das Geld herausziehen, den Effekt erfüllt,
dass der Kaufpreis der Anleihen bei einer Bank als Kredit erstattet wurde. Soll also nichts anderes heißen, dass man die unrealisierten Verluste weiterhin in den Bilanzen behalten kann und einem jemand dafür einen Kredit gibt, für einen Kredit. Vielleicht können Sie sich nochmal an ein Schneeballsystem erinnern. Genau das passiert dort. Wenn man Kredite mit weiteren Krediten aus Krediten deckt, in einem Kreditgeldsystem, passiert am Ende was? Richtig, dieses Bild. Das Kartenhaus fällt zusammen. Et voilà. Und genau dieses Bild sehen wir ab März 2024 aus einem wichtigen Grund. Denn das sogenannte Bank Term Funding Program, das in den USA geschaffen wurde, um diese Banken zu retten, Sie erinnern sich, es hat sich auch nach Europa und in die Schweiz ausgewirkt, genau dieses Programm läuft aus. Und in diesem Chart, den ich hier noch einmal zeigen möchte, sehen Sie, dass die Fed Folgendes tut. Die US-Banken brauchen Kapitalspritzen, um nicht pleite zu gehen. Die Bankenkrise ist also nicht vorbei, sondern wurde wieder mal durch ein Spezialprogramm und durch frisch gedrucktes Geld in die Länge gezogen. Mittlerweile sind wir in dem sogenannten BTFP-Programm bei 114 Milliarden US-Dollar, die zusätzlich zu den 700 Milliarden unrealisierter Verluste draufgepackt werden mussten, dass das Spiel weiterläuft. Die Frage ist doch am Ende nur, wie lange und nicht, ob es für immer funktioniert. Und genau hier sind wir an dem Punkt einer spannenden Information, denn das Bank Term Funding Program läuft bis 11. März 2024, also Anfang März nächsten Jahres. Ende dieses Quartals wird es also eine entscheidende und wichtige Momentaufnahme geben. Wird man weiter daran festhalten, dieses Programm laufen zu lassen, obwohl die Staatsschulden der Amerikaner sich immer weiter nach oben schaukeln, obwohl die amerikanische Wirtschaft in einer Rezession ist, die dringend frisches, günstiges Geld braucht, oder lässt man die Banken fallen und führt dann, et voilà, das digitale Zentralbankgeld ein. Der Moment, auf den alle warten, die sich in den letzten Jahren mit Gold eingedeckt haben und derzeit das ein oder andere goldene Siegerlächeln besitzen dürfen. Denn sollte der Moment kommen, dass dieses Programm tatsächlich beendet wird, wie es übrigens gesetzlich verankert ist, dann wird es an den spannenden Moment kommen, dass genau diese unrealisierten Verluste, die sich zu diesem Zeitpunkt dann in Billionenhöhe bewegen dürften, auffallen und dass eine Bank nach der anderen das Vertrauen ihrer Einleger verliert. Und dort wird auch kein Joe Biden oder kein Jerome Powell helfen. In diesem Moment werden die Banken wie auf hoher See verlassen sein. Und das ist es, was ich Ihnen heute sagen möchte, was Sie im nächsten Jahr dringend im Auge behalten sollten. Denn das sogenannte BTFM-Programm wird auslaufen und wir werden Sie auf diesem YouTube-Kanal gerne dazu auf dem Laufenden halten. Unter dem Video finden Sie die Glocke, wo Sie uns abonnieren können und regelmäßig über die neueste Information auf dem Laufenden gehalten werden. Kostet nichts für all diejenigen, die sich vor dem Wort abonnieren sorgen. Weitere Informationen, die Sie dringend benötigen, vor allem welche Banken massiv betroffen sind, werde ich am 7.12. in der Kettner Gold Night um 19 Uhr teilen. Hier geht's zum Link. Sichern Sie sich gerne einen der letzten limitierten Plätze. Das Event ist streng limitiert. Aufgrund der wichtigen Informationen haben wir einen großen Zustrom. Und für alle, die den Finanzstabilitätsbericht noch etwas genauer studieren möchten, in diesem Video habe ich erklärt, was hier passiert und warum die EZB ernsthaft davor warnt, dass das Spiel bald vorbei sein kann. Teilen Sie dieses Video gerne, lassen Sie einen Daumen hoch da und schreiben Sie in die Kommentare, was Ihre Meinung dazu ist. Vielen Dank.